Guten Morgen, Leute. Es ist Sonntag um 4 Uhr. Und wir fliegen jetzt nach Mallorca für 4 Nächte, also 5 Tage. Und das Ganze kostenlos. Ja, und wie wir das kostenlos machen, da machen wir noch ein extra Video drüber. Und der Knaller ist, wir fliegen hier mit Ryanair, also mit dem Billigflieger. Einer vorne, einer hinten. Und wir sehen uns dann auf Mallorca wieder. Gelandet oder gestrandet in Palma, also am Flughafen. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu unserem Hotel? Unser Bus fährt in einer Stunde. Wir trinken jetzt erstmal gemütlich ein Käffchen und dann überlegen wir uns, ob wir den Bus nehmen oder ob wir anderweitig. Ein paar Anhalter oder einen Mietwagen. Eigentlich wollen wir kein Geld ausgeben. Wir haben uns dann doch mal für den Public Bus entschieden, und zwar A11. Sehr ein schicker Bus. Public Bus kostet uns 5,50 Euro pro Person, also 11 Euro. Und jetzt geht's auf ins Hotel Bogenparadies. Irgendwie geht es jetzt hier an Palma oder durch Palma und dann nach Magaluf. Wir sind gespannt. Willkommen im Hotel Bogenparadies. So Leute, irgendwie haben wir es doch geschafft und sind jetzt hier am Meer, am Strand. Und der ist leer, ganz leer. Unser Zimmer für die nächsten 4 Nächte. Kostenpreis ca. 80 Euro die Nacht. Dafür bekommt ihr eine kleine Küche, eine Badewanne, Waschbecken, Toilette, Doppelbett, Schrank, Schreibtisch zum Arbeiten für diejenigen, die arbeiten müssen, Couch und einen kleinen Balkon. Leider keine Aussicht aufs Meer, sondern eine gegen eine Felsenwand. Aber ansonsten erstmal sauber und ordentlich und auch scheinbar eine ruhige Ecke. Wir werden sehen, was das bringt.
So, heute machen wir mal einen Tagestrip nach Palma. Und zwar fahren wir mit dem Bus hin und zurück, mit den Öffentlichen hier sozusagen, und in die Innenstadt von Palma, also nicht an den Strand. Und sie soll sehr schick sein, das gucken wir uns heute an. Oh. Und das alles mit dem öffentlichen Bus. So, das ist Palma. Kathedrale und buntes Künstlertreiben untenrum. Wir gehen jetzt mal in die Markthalle. Mal schauen, was da gibt. Fazit zu Mallorca. Der letzte Besuch ist 5 Jahre her. Wir haben das Gefühl, hier sind noch mehr Hotelbunker wie damals. Preise sind extrem gestiegen zum letzten Besuch und auch die Buspreise sind sehr hoch. Also wir werden, es wird wahrscheinlich unser letztes Mal gewesen sein, wir werden nie wieder herkommen. Ja, wenn du nicht als Pauschalreisender hier kommst, hast du irgendwie verloren und
wenn du deine Ruhe haben willst, also selbst außerhalb der Saison, war dieses Hotel, was sehr abgelegen ist, also ich sag mal zu zwei Dritteln gebucht. Es ist Wahnsinn, was hier los ist. Und die Insel ist durch und sie bauen und bauen und bauen und bauen und bauen.